Streck mal deine Hände aus in der Gegenwart Gottes, weil der Raum von Pfingsten ist offen. Halleluja. Der Raum der Ausgießung des Heiligen Geistes ist offen. Amen. Epheser 2, Vers 10 heißt es, er hat uns mit auferweckt und mit versetzt an himmlische Orte. Halleluja. Damit er in der kommenden Zeit den unaussprechlichen Reichtum seiner Gnade in Güte durch uns erweise. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du den Himmel aufgemacht hast durch das Blut von Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr, dass wir durch dich freien Zugang haben, Herr. Freien Zugang, Herr, in die Quellen, Herr. In die Quellen des Geistes, Herr. Freien Zugang an die Quellen des Geistes, Herr. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass der Raum geöffnet ist, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ich sehe einen Engel da bei dir stehen, hier bei dir. Ja, ich sehe da einen Engel stehen, genau. Halleluja. Brauchst du ein spezielles Wunder in deinem Leben gerade? Steh einfach mal auf. Halleluja. Danke, Jesus. Streck einfach deine Hände aus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Herr, dass du deinen Engeln befiehlst, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du derjenige bist, Herr, der die Engel aussendet, Herr. Und Herr, wenn wir im Namen Jesus sprechen, Herr, dann werden die Engel aktiv. Und ich danke dir, Herr, ich spreche jetzt in dem Namen Jesus und ich setze dein Wunder jetzt frei im Leben dieser kostbaren Tochter Gottes. Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass die Engel gerade jetzt zu ihren Gunsten aktiv werden, Herr, und dass sie dieses Wunder gerade jetzt in sie hineinbringen, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Empfang es in Jesu Namen. Halleluja. 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 Amen. Amen. Schau, jetzt ruft schon jemand an. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Der Raum ist offen. Der Raum ist offen. Jesus hat, kann jemand nach dem Handy schauen, bitte? Jesus hat seinen Jüngern befohlen in Apostelgeschichte 2, sie sollten darauf warten. In Apostelgeschichte 1 hat er ihnen befohlen. Er hat ihnen gesagt, als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und weil die Jünger Jesus gehorsam waren und weil sie getan haben, was er gesagt hat und weil sie sich versammelt haben im Obersaal, deswegen wurde diese Verheißung Wirklichkeit. Und deswegen lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich, sag mal plötzlich, plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und dann kommen die Leute von überall her aus den unterschiedlichen Nationen und sagen dann in Vers 11, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist der Raum von Pfingsten. Das ist der Raum von Pfingsten und dieser Raum von Pfingsten ist einer der Räume, die in der unsichtbaren Welt, im Raum des Geistes, im Raum der Herrlichkeit sind. Johannes 14, 2 heißt es, in meines Vaters Haus sind viele Räume, sagt Jesus. Viele Räume sind im Haus des Vaters. Und einer dieser Räume, und ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Raum ist, ich komme gleich noch dazu. Aber einer dieser Räume ist der Raum von Pfingsten, ist der Raum, in dem der Heilige Geist sich ausgießt. Amen. Und dieser Raum ist seit 2000 Jahren geöffnet für die Menschheit. Halleluja.
irgendjemand hat hier irgendwo Musik an. Ich höre die Irina singen. Irgendjemand hat hier sein Handy nicht ausgemacht, wie es angezeigt war am Anfang. Halleluja. Wo heißt denn der? Ist ja schön, dass Irina singt im Hintergrund, aber es... Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Der Raum von Pfingsten. Seit 2000 Jahren geöffnet. Letztes Wochenende sind wir wieder ganz neu da reingegangen. Und ich sag dir, wir gehen weiter darin. Ich sing gleich mit. Halleluja. Halleluja. Könnt ihr mal hier vorne alle euer Handy checken? Irgendjemand hat sein Handy an, ohne es zu wissen. Halleluja. Okay. Weißt du, wir haben den Schuldigen. Halleluja. Aber wir vergeben dir. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. John G. Lake ist in den 20er Jahren ein Engel erschienen. Ich zitiere aus Gottes Generäle. Dieser Engel, der schlug die Apostelgeschichte auf und er zeigte auf Pfingsten und andere Offenbarungen des Heiligen Geistes in der Bibel und sagte, das ist Pfingsten, wie Gott es durch das Herz Jesu gegeben hat. Strebe danach, kämpfe darum, denn diese Erfahrung und nur diese Erfahrung wird das Verlangen des menschlichen Herzens stillen und nur darin liegt die Kraft, die nötig ist, um die Mächte der Finsternis zu überwinden. Halleluja. Könnt ihr sehen, wie wichtig dieser Raum von Pfingsten ist? Wie wichtig dieser Raum der Ausgießung des Heiligen Geistes ist? Weißt du, manche Christen denken, ja, die Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist was für hohe Feiertage. Das macht Gott alle paar Jahrhunderte mal, gießt er seinen Geist aus. Aber weißt du, wenn Gott nur alle paar Jahrhunderte seinen Geist ausgießt, dann werden auch die Mächte der Finsternis nur alle paar Jahrhunderte überwunden. Und ich möchte zumindest in der Generation leben, in der die Mächte der Finsternis überwunden werden. Amen. Halleluja. Und Pfingsten ist die Dimension, durch die die Mächte der Finsternis überwunden werden. Und Pfingsten ist auch zweitens der Raum, aus dem heraus die Endzeiternte eingebracht wird. Amen. Wie von euch wollen die Ernte eingebracht sein? Jesus hat gesagt, dieses Evangelium muss allen Nationen verkündet werden zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Da ist eine gewaltige Ernte, die eingebracht werden muss, bevor Jesus wiederkommt. Wie von euch wollen, dass Jesus bald wiederkommt? Also ich würde es mir wünschen. Es wäre schön. Halleluja. Ich meine, weiß den Herrn nicht, dass ich jetzt fliehen will oder dem allen hier entfliehen will, aber es wäre noch schöner, wenn er kommen würde. Amen. Aber damit diese Endzeiternte eingebracht wird, muss die Gemeinde Jesu in den Raum von Pfingsten gehen. Die Ernte wird eingebracht aus dem Raum von Pfingsten, weil Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wann? Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird, das ist die Verheißung von Pfingsten. Ihr werdet Kraft empfangen. Wozu werdet ihr Kraft empfangen? Ihr werdet Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein. Wo? In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Amen. Dafür ist die Ausgießung gegeben. Die Mächte der Finsternis überwinden, die Ernte einbringen. Und jetzt zeige ich dir noch etwas Drittes. Die Nationen zu Jüngern machen. Weil ihr Lieben, das ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Er hat nicht nur gesagt, in Matthäus 28, Vers 19, er hat nicht nur gesagt, geht hin und sammelt ein paar Bekehrte. Da haben wir manchmal was falsch verstanden. Sondern er hat gesagt, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Amen. Hat er damit gesagt, dass sich alle Menschen in allen Nationen bekehren werden? Nein, das hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, bringt die Nationen unter meine Herrschaft. Dass Nationen, egal ob sie jetzt gläubige Regierungen haben oder nicht gläubige Regierungen haben, aber dass ganze Nationen so sehr überflutet sind von der Kraft des Heiligen Geistes, von Pfingsten, dass ganze Nationen umdrehen und zu einem Nachfolger Jesu werden und den Willen Gottes tun und dem Willen Gottes nachfolgen und für Gott hier auf dieser Erde stehen und für Gott ein Zeugnis ablegen. Amen. Alle Nationen. Ihr Lieben, das sind wir bei weitem noch nicht. Alle Nationen zu einem Zeugnis für die Herrschaft von Jesus machen. Deutschland zu einem Zeugnis für die Herrschaft von Jesus machen.
Amen. Halleluja. Dafür muss sich nicht jeder bekehren, aber schon einige. Und die vor allen Dingen richtig. Und die müssen lernen, aus dem Raum von Pfingsten heraus zu leben, aus der Ausgießung des Geistes heraus zu leben. Weil nur aus der Ausgießung des Geistes heraus können wir ganze Nationen zu Jüngern machen. In Daniel 9, ich glaube Vers 26 ist, da ist davon die Rede, wie der Antichrist überwunden wird, ganz am Ende. Und da heißt es, und sein Ende ist in einer Überflutung. Sag mal Überflutung. Das Ende des Antichristen ist in einer Überflutung. Weißt du, wir haben manchmal so unsere verstandesmäßige Vorstellung, wie das geht, wie die Mächte der Finsternis zurückgedrängt werden, wie die Ideologien unserer Zeit ihre Macht verlieren. Wir haben unsere Vorstellungen, aber das Wort Gottes sagt, ihr Ende ist in einer Überflutung. Also braucht es eine Überflutung. Amen. Überflutung von was? Überflutung vom Heiligen Geist. Überflutung von aus dem Raum von Pfingsten. Und jetzt darfst du dreimal raten, wer zuerst überflutet wird. Ja, die im Obersaal dabei sind. Halleluja. Weißt du, es ging ziemlich schnell nach Pfingsten. 120 waren im Obersaal dabei, aber schon am ersten Tag, am Ende des ersten Tages waren es schon 3000. Es geht dann ziemlich schnell, aber es beginnt mit denen, die in den Obersaal kommen. Das heißt, es beginnt mit dir. Die Überflutung beginnt mit dir. Halleluja. Wie viele von euch wollen sich nicht mehr mit einem Rindsal zufrieden geben? Weißt du, von Jesus heißt es, er sagt es selber, Johannes 3, Vers 34, er sagt, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist ohne Maß. Oder man könnte auch sagen, er gibt den Geist in seiner ganzen Fülle. Oh, Pfingsten ist die Fülle des Geistes. Was ist, wenn die Fülle des Geistes kommt? Was heißt Fülle? Fülle heißt, dass du voll bist, wenn die Fülle kommt. Ist das sprachlich korrekt abgeleitet? Amen. Ich sage mal so, Fülle heißt, dass du so voll bist, wenn die Fülle kommt, dass nichts anderes mehr in dich hineinpasst. Das ist die Definition von Fülle. Amen. Nichts anderes passt mehr hinein. So voll mit dem Heiligen Geist, dass nichts anderes mehr in dich hineinpasst. So voll, dass nichts anderes mehr dich dominieren kann. Dass nichts anderes mehr dich leiten kann. Nicht mal mehr dein Verstand. Wow. Das ist wirklich wow, das ist in Deutschland das allergrößte Wunder, wenn die Deutschen mal nicht mehr von ihrem Verstand geleitet werden, sondern von ihrem Geist. Halleluja. Preist den Herrn. Ich sag dir, das Ende ist in einer Überflutung. Das Ende, der Verstandesleitung ist in einer Überflutung. Amen. Jesus hat es gesagt, Johannes 7, 37, am letzten Tag des Festes, des Laubhüttenfestes, nach 7 Tagen stand Jesus vor der Volksmenge und er stellte sich mitten unter sie und er rief und er sagte, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Amen. Er hatte sie überall anders trinken sehen. Er hatte sie trinken sehen von natürlichem Wein. Er hatte sie trinken sehen von Sex und von allen möglichen Dingen, was an solchen Festen halt auch im Judentum, was so alles halt abging. Er hatte sie trinken sehen von allem Möglichen. Vielleicht heute wird man noch Drogen dazu nehmen oder was auch immer, was halt so Menschen befriedigt oder einfach menschliche Gemeinschaft, menschliche Bestätigung, was auch immer. Er hatte sie trinken sehen von dem allen. Und dann steht er sich hin und sagt, hey, kommt zu mir und trinkt. Kommt doch zu mir, ich gebe euch die Fülle. Und er sagt weiter, wer von mir trinkt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Halleluja. Das heißt, Ströme, die nicht versiegen, Ströme, die nicht nur kurzfristig sind, Ströme, die nicht nur momentan dir irgendwie eine Befriedigung geben oder momentan dich gut fühlen lassen, aber du musst schon wieder nach dem nächsten Fix jagen, kaum ist das eine vorbei, musst du schon wieder nach dem nächsten jagen, brauchst du schon wieder den nächsten Kick, brauchst du schon wieder hier, brauchst du schon wieder da. Ich sag dir, Gott will dich mit seiner Fülle so füllen, dass nichts anderes mehr in dich hineinpasst. Oh, Halleluja. Halleluja.
Hohes Lied 2, Vers 4 in der Passion Translation auf Deutsch übersetzt heißt es so: Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt. Für alle Weinfreunde, du musst nicht darben im Raum von Pfingsten. Ja, Amen. Sondern da gibt es etwas viel Besseres. Ich sage dir, der ist nicht trocken, der ist nicht halbtrocken, das ist auch kein Kabinettswein, sondern das ist himmlischer Wein, das ist göttlicher Wein. Das ist der beste Wein, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Kein Weinkenner auf dieser Welt kann sich so ein Wein zurechtpanschen, wie dieser Wein, der im Himmel ist. Halleluja. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Banner über mir ist Liebe. Oh, Halleluja. Es ist nicht umsonst, dass die Leute an Pfingsten sagten, hey, sie sind voll süßen Weines. Es ist nicht umsonst. Ich sag dir, sie waren im Weinhaus gewesen. Ja, es ist halt so. Weißt du, wenn du Leute siehst, die im Weinhaus waren und so richtig abgefüllt wurden, dann sehen sie halt wie betrunken aus. Das ist normal. Er hat sie ins Weinhaus geführt. Halleluja. Der Heilige Geist, weißt du, der Heilige Geist hat es so wirklich, das ist einer seiner Herzenswünsche, ist, dich immer wieder mal ins, was heißt mal, immer wieder, ständig, öfters, ins Weinhaus zu führen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Heilige Geist möchte dich ins Weinhaus führen. Ich ziehe schon mal die Jacke aus hier. Halleluja, weil im Weinhaus ist es so warm. Halleluja. Also Jesus hat davon gesprochen, dass er gekommen ist, um den neuen Wein zu bringen. Er hat gesagt, neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Mit anderen Worten, er ist gekommen, um neuen, frischen Wein zu bringen. Und wenn du dich ein bisschen auskennst, was ich nicht tue, aber so viel weiß ich, dass der neue Wein immer besonders sprudelig noch ist. Ja? Der ist noch nicht so gereift, aber der ist so sprudelig, der ist so spritzig einfach. Halleluja, so piu. Da kannst du noch fast einen Korken mit knallen lassen. So sprudelig, spritzig, das ist der neue Wein. Bist du bereit? Streck mal deine Hände aus. Sag danke, Jesus, für den neuen Wein. Auch du über Livestream übrigens. Sag danke, Jesus, für den neuen Wein. Weißt du, Pfingsten geht weiter. Pfingsten geht weiter. Er gießt seinen Geist aus. Wir müssen nur in diesen Raum hineingehen, in diesen geistlichen Raum. In seines Vaters Haus sind viele Räume und einer dieser Räume ist der Raum von Pfingsten, ist der Raum der Ausgießung des Geistes. Die Jünger gingen vor 2000 Jahren das erste Mal da hinein, aber ich sag dir, sie gingen nicht das letzte Mal da hinein. Schon zwei Kapitel später gingen sie wieder übrigens hinein. Die Jünger, Apostelgeschichte 4, da kannst du es wieder sehen. Ja, da, ich weiß nicht, ob vielleicht sind sie dazwischen auch öfters mal reingegangen, kann durchaus sein. Sie verharrten ja in der Gemeinschaft und ich glaube, da hat der Heilige Geist sie sowieso immer wieder neu ausgegossen. Das heißt, dass sie jubelten und sie brachen das Brot mit Jubel und voller Begeisterung und jeden Tag wurden Leute hinzugetan. Weißt du, ich glaube, in der Urgemeinde, da gab es jeden Tag frischen Wein zu trinken. Das war einfach so, weißt du, da wird der erste Tag an Pfingsten beschrieben, aber das war nicht einfach nur ein Tag so und dann nach dem Motto am Abend dann, okay, das war jetzt Pfingsten, schönes gewesen, jetzt schauen wir, was wir jetzt machen. So war das nicht in der Urgemeinde. Okay, jetzt haben wir alle Hände voll zu tun, jetzt müssen wir die 3000 Neubekehrten schulen. Nein, sie haben immer wieder neu, sind sie in diesen Raum zurückgegangen und haben sich gefüllt. Ihr Lieben, wir müssen lernen als Christen uns zu füllen mit dem Heiligen Geist. Und ich sage dir etwas, ich gebe dir einen Tipp, es beginnt damit, dass du überhaupt erstmal sensibel wirst für die Dinge des Geistes, für den Heiligen Geist. Oft fragen mich Leute und sagen, ja, wie trinke ich denn vom Heiligen Geist? Wie mache ich denn das? Und dann sage ich, ja, vielleicht so. Dann sagen sie, ja, wie? Einfach so. Verstehst du, es ist durch Glauben. Durch Glauben gehst du in diesen Raum hinein. Und durch Glauben wirst du sensibler und sensibler für das, was da passiert. Durch Glauben wirst du sensibler und sensibler für die Ausgießung des Geistes. Halleluja. Also, wenn du so da sitzt, sage ich jetzt mal, ich will jetzt niemanden angreifen, ich weiß nicht, ob jemand so da sitzt, aber ich habe jetzt nicht geguckt, aber schau hier runter. Also, wenn du nur so da sitzt, ist schwierig für den Heiligen Geist, dich zu sensibilisieren für seine Gegenwart, weil du bist es so in dir. Weißt du, es wäre mehr so diese Haltung. Verstehst du?
Ob, ja, genau, einige hauen sich schon gegenseitig an die Nase jetzt. Halleluja. Weißt du, Herrn. Aber manchmal dient es der Heilung. Wir hatten ja, vor ein paar Wochen hatten wir doch das Zeugnis von der Frau, ich weiß nicht, ob sie heute hier ist, die das Nasenbein gebrochen hatte und die Ärzte sagten, es muss operiert werden. Und sie wollte es aber nicht. Und dann war sie hier im Gottesdienst und dann habe ich für Leute gebetet. Und als dann jemand unter der Kraft Gottes umgefallen ist, hat er es so gemacht und hat ihr mit der Hand auf die Nase gehaut. Und sie ist natürlich zu Tode erschrocken. Ich wusste nicht, was mit ihr war, aber sie fing an zu schreien, meine Nase, ich bin zu ihr hingekommen, habe ihr die Hand noch aufgelegt und habe sie beruhigt und gesagt, alles gut, ihr die Hand aufgelegt. Und dann ist sie ein paar Tage später zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, die Nase muss nicht mehr operiert werden, sie ist wieder in der richtigen Ordnung. Halleluja. Weißt du, Herr, weißt du, Gott kann alles. Danke, Jesus. Also, du brauchst keine Angst haben. Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, dann wirkt er, dann macht er seine Sache. Halleluja. Noch jenseits von unserem Verstand. Ich hätte nicht gedacht, dass das die richtige Therapie für die Nase wäre. Von mir aus hätte ich das nicht gemacht. Ich meine, da hätte der Heilige Geist schon sehr deutlich zu mir sprechen sollen. Hau ja auf die Nase. Ich sage, oh. Also hat er es so gemacht. Preist den Herrn. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, vertraue dem Heiligen Geist. Halleluja. Oh, Halleluja. Also Psalm 46, Vers 5, da ist von diesen Strömen des Heiligen Geistes die Rede. Da heißt es, des Stromes Läufe, also die verschiedenen Ströme, die aus dem einen Strom kommen, sie erfreuen die Stadt Gottes. Weißt du, sie dienen zu unserer Freude. Die Ströme des Heiligen Geistes sind gegeben zu unserer Freude. Die Ströme des Stromesläufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen früh am Morgen. Weißt du, was ich festgestellt habe? Das habe ich insbesondere, da konnten wir es richtig schön sehen. Bei Corona, als Corona anfing, ist ja schon lange her, haben wir längst vergessen, haben wir verdrängt, interessiert uns auch nicht mehr, weiß den Herrn, Halleluja. Aber trotzdem war es so, am Anfang von Corona, du konntest richtig sehen, konntest richtig ablesen. Die Gemeinden, die wirklich voll mit dem Heiligen Geist waren und sind, die sind gestanden. Amen. Das ist so. Verstehst du? Je mehr du voll bist mit dem Heiligen Geist, umso mehr stehst du, wenn eine Krise kommt. Amen. Deswegen ist es so wichtig, verstehst du? Hier ist der Zusammenhang. Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes. Mit anderen Worten, wenn die Ströme des Heiligen Geistes fließen in der Stadt Gottes, heißt es Vers 6, Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Amen. Eine Gemeinde, die gefüllt ist mit dem Heiligen Geist, wird nicht wanken. Ein Christ, der gefüllt ist mit dem Heiligen Geist, wird nicht wanken. Brechen wir es mal darauf runter. Ich weiß ja nicht, was nächste Woche auf dich zukommt, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Ich will dir keine Angst machen, aber es können unvorhergesehene Dinge kommen. Wer von euch möchte stehen, egal was kommt? Okay, dann ist es dringendst nötig, dass du heute Morgen dir deinen Schluck im Obersaal abholst. Es ist so, weil gefüllt mit dem Heiligen Geist wirst du nicht wanken. Halleluja. Das heißt auch, in Offenbarung heißt es, dass die Blätter des Baumes, von dem aus dieser Strom ausgeht, du kannst es nachlesen, Offenbarung 22, da wird diese Szene geschildert, wo dieser Strom Gottes vom Thron Gottes ausgeht. Und dann sind Bäume auf beiden Seiten des Stromes. Und da heißt es, die Blätter dieser Bäume sind zur Heilung der Nationen. Weißt du, da ist Heilung in den Strömen des Heiligen Geistes. Da ist Heilung, auch körperliche Heilung, aber auch seelische Heilung. Da ist Heilung in den Strömen des Heiligen Geistes. Halleluja. Wie von euch brauchen Heilung in irgendeiner Form heute Morgen? Okay, streck dich aus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass da Ströme der Heilung sind, Herr, die ausgehen, Herr, vom Thron des Vaters, Herr. Herr, wir treten jetzt hinein. Ja, tritt einfach mal ganz bewusst nochmal hinein, wirklich in diesen Raum von Pfingsten. Und ich sage in dem Namen Jesus, sei gefüllt in Jesu Namen. Oh, sei gefüllt mit dem heilenden Strom. Sei gefüllt
In Jesu Namen. In Jesu Namen. Erfüllt dich, erfüllt dich, erfüllt dich, erfüllt dich, erfüllt dich. Oh, erfüllt dich. Erfüllt dich, erfüllt dich, erfüllt dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ströme der Heilung, Ströme der Heilung, Ströme der Heilung von seinem Thron. Oh, Halleluja, das Ende auch von Krankheit, von Schmerzen, von seelischen Dingen ist in einer Überflutung. Puh, Halleluja, Ströme, 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 Überflutung, 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 Überflutung. Aurelia, tritt mal raus da, tritt mal in die Mitte raus. Halleluja, weil ich sehe eine Überflutung, eine Überflutung, eine Überflutung. Oh, eine Überflutung, oh, da ist die Überflutung. Halleluja, gefüllt. Ja, da ist es, in Jesu Namen. Überflutung. Überflutung, Überflutung, mehr, 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 mehr. Ja, übernimm sie, Heiliger Geist. Oh, übernimm sie, völlige Überflutung. Halleluja, Halleluja. Oh, wir sind im Raum von Pfingsten, ihr Lieben. Halleluja, wir sind im Raum von Pfingsten. Jesaja 41, noch eine Stelle. Die Armen und Notleidenden suchen Wasser, doch sie finden keins und ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht im Stich lassen. Ich werde auf kahlen Höhen Flüsse entspringen lassen. Oh, weißt du, vielleicht, weißt du, das Gute ist, der Raum von Pfingsten ist vollkommen unabhängig davon, wie du dich momentan fühlst oder wie momentan sich die Umstände in deinem Leben anfühlen mögen. Vielleicht fühlst du dich vollkommen ausgetrocknet, vielleicht fühlst du dich vollkommen dürr, vielleicht fühlst du dich vollkommen jenseits aller Ströme des lebendigen Wassers. Ich sage dir, da ist ein Strom, den Gott eröffnet in dem Moment, wo du einfach im Glauben in diesen Raum von Pfingsten hineingehst. Halleluja. Glaubst du das? Ich lese es weiter. Ich werde auf kahlen Höhen Flüsse entspringen lassen und in den Tälern Quellen öffnen. In den Wüsten werden Teiche entstehen. Halleluja. Im einen Moment siehst du noch Wüste, im nächsten Moment, bumm, Überflutung. Halleluja. Ich sehe lauter überflutete Wüsten heute Morgen hier. Halleluja. Wenn du mit einer Wüste hergekommen bist, sage ich dir, wird sie überflutet heute Morgen. Preist den Herrn. Das trockene, verdorrte Land wird Wasserquellen bekommen. Ich werde in der Wüste Zedern, Akazien, Myrten und wilde Olivenbäume wachsen lassen und sie pressen, Ulmen und Pinien in der Steppe pflanzen. Dadurch sollen alle erkennen und sehen, merken und verstehen, dass der Herr, der Heilige Israels, dies bewirkt und geschaffen hat. Amen. Was ist eine übernatürliche Sache? Vielleicht sagst du, weißt du, wir haben manchmal auch so ein falsches Verhältnis zum Übernatürlichen, ja? Als Christen, weil das brauchen wir nämlich nicht. Wir haben manchmal so ein Verhältnis zum Übernatürlichen, so nach dem Motto, okay, wenn es übernatürlich ist, dann muss ich gucken, wo kommt's, von woher kommt's. Oh, von oben. Hm. Was passiert? Da. Ein Licht. Oh. Aber weißt du, das ist nicht irgendeine so spooky, spooky Geschichte, verstehst du? Es geht nicht darum, Gespenster zu sehen, sondern es geht darum, durch Glauben gehst du in diese Dimension hinein. Durch Glauben wirst du sensibel für den Heiligen Geist. Durch Glauben trinkst du Ströme lebendigen Wassers. Deswegen sage ich manchmal, ja, mach mal so, weil es hilft dir, es hilft deinem Glauben. Weißt du, wenn du sagen kannst, wenn du so stark im Glauben bist, dass du sagen kannst, okay, ich sitze hier, und ich trinke, 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 und ich trinke. Und irgendwann kippst du vom Stuhl, weil du so voll bist. Dann preist den Herrn, wunderbar. Dann brauchst du diese Hilfestellung nicht mehr. Aber ich habe festgestellt, die meisten Christen in Deutschland sind noch Anfänger im Trinken. Und deswegen braucht es manchmal so Hilfestellungen. Ja, ich glaube, der Zeitpunkt wird kommen, weißt du, da werden wir alle ganz still da sitzen, werden das Wort hören und wir trinken und trinken und trinken und trinken. Und bevor die Predigt zu Ende ist, liegen alle auf dem Boden. Weil einfach einer nach dem anderen sich unter den Tisch verabschiedet. Ja, das ist so wie in der Kneipe, einer nach dem anderen und verabschiedet sich unter den Tisch. Ja,
die Tage kommen, ich sag dir, weil wir so sensibel werden für den Heiligen Geist, weil wir so entschieden werden zu trinken. Weißt du, es geht nicht um äußere Manifestation in erster Linie, sondern es geht um Trinken. Amen, es geht um Vollwerden. Und wenn du, weißt du, jemand hat mich mal gefragt, ja, warum zittern die Leute manchmal, wenn der Heilige Geist kommt? Da habe ich gesagt, ja, das ist offensichtlich eine Reaktion des Körpers auf die Fülle des Heiligen Geistes. Der Körper muss einfach erstmal, der muss sich zurechtschütteln, um mit der Fülle klarzukommen. Ja, so ungefähr erkläre ich mir das. Ja, ist ja logisch, verstehst du? Das ist, ich sage manchmal, bringe ich das Beispiel und sage, ja, es ist wie wenn du ein Metalldraht nimmst und in die Steckdose fasst. Da kommt ein Strom und der Körper ist diesen Strom nicht gewohnt. Es gibt Leute, Elektriker oder so, die öfters da reinlangen, die sind da schon etwas unsensibler, die können wir mehr vertragen. Aber der Otto-Normalverbraucher, ein kleines bisschen und der Körper sagt, kann ich nicht handeln, sagt der Körper. Und das ist das, was passiert, wenn der Strom Gottes stark in dich reinkommt, dann sagt der Körper, kann ich nicht mehr handeln. Ist okay. Ist total okay. Ja. Aber weißt du, wenn du schon so trinkfest bist tatsächlich, dass du einfach still unter dem Stuhl verschwindest oder dem Tisch, ist auch okay. Ist okay. Ist okay. So wichtig ist, dass du voll bist. Am Ende, das ist wichtig. Darauf kommt es an. Ja. Ja. Verstehst du? Für alles Himmlische gibt es eine teuflische Kopie hier auf der Erde. Das ist so. Ja. Als ich nach Tübingen kam und nach einem Studentenzimmer geschaut habe, da war es damals so, ja, bei den Burschenschaften, da gab es die Zimmer billiger. Also habe ich natürlich auch bei den Burschenschaften an die Tür geklopft und geguckt. Ich wollte mich nicht schlagen oder so, aber also bei denen habe ich nicht geguckt, aber bei den anderen und ja, und da haben die so einen extra Raum teilweise gehabt. Ich erinnere mich nur an eine, die hatte so einen Raum, ich bin da nicht eingezogen, aber die hatten so einen Raum und es war der Kneipenraum. Es war der Kneipenraum und es ist einfach so eine Tradition bei den Burschenschaften, die treffen sich da alle, das steht richtig im Semesterkalender drin, Kneipe, ja, Kneipe. Kneipe, das ist so ein richtiger Termin, so wie bei anderen Konzert oder so. Ja. Kneipe. Ja. Es stand im Semesterkalender drin, Kneipe. Also Mittwochabends, also 20 Uhr Kneipe. Ja. Und es hört sich alles ganz harmlos an. Aber weißt du, das einzige Ziel dieser Kneipe ist, dass am Ende alle unterm Tisch liegen. Das ist das einzige Ziel. Also, das ist der Termin, eingetragen im Kalender. Verstehst du? Ziel, das steht nicht im Kalender, aber es ist klar, weißt du, es steht auch kein Ende da, es steht nicht da Kneipe von 20 bis 22 Uhr, sondern es steht da Kneipe 20 Uhr, Ende, wenn alle unterm Tisch liegen. Also so ist Termin, Gottesdienst 10 Uhr. Wann ist Ende? Wenn alle voll sind, ganz einfach. Verstehst du, ich will es jetzt nicht vom unterm Tisch liegen abhängig machen, aber voll musst du sein. Amen. Weißt du, Pfingsten war erfüllt, als alle unterm Tisch lagen. Oder voll waren zumindest. Jedenfalls so voll, dass sie sagten, sie sind voll süßen Weines. Da war Pfingsten erfüllt. Davor konntest du nicht sagen, Pfingsten war erfüllt. Davor mussten sie warten. Ja? Bei denen hat es 10 Tage gedauert. Ich will dir jetzt nicht drohen, dass ich dich 10 Tage hier behalten will. Obwohl ich muss sagen, manchen würde das gar nicht schlecht tun. Wenn du mal wirklich 10 Tage am Stück ausgesetzt wärst, da würde es einiges von, sag ich mal, von den Blockaden und den Eigenkontrollmechanismen und den Ängsten wegspülen mit der Zeit. Ja, manches braucht ein bisschen Zeit einfach. Wir müssen dem Heiligen Geist manchmal ein bisschen Zeit lassen. Also deswegen, du kannst auch keinen Heiligen Geist, ehrlich, du kannst keinen Heiligen Geist Gottesdienst haben, wo du von vornherein weißt, um welche Uhrzeit, Punkt, welche Minute der zu Ende ist. Das geht nicht. Weißt du, es wäre wie bei der Kneipe, verstehst du?
Du kannst ja nicht sagen, wann alle voll sind. Das weißt du ja im Voraus nicht. Da gibt es welche, die sind trinkfester, da sind welche, die sind resistenter. Da gibt es welche, die wenden alle möglichen Tricks an, bevor es oben reingeht, schütten sie hinten raus oder so. Da, wie auch immer. Verstehst du? Aber im Endeffekt, weißt du, Heilig Geist, Gottesdienst, ein Gottesdienst, in der Heilige Geist wirkt, bedeutet, dass wir voll werden. Auf die eine oder andere Weise. Und ich sag dir mal so, Gott ist dafür fast jedes Mittel recht. Also und damit haben manchmal religiöse Geister dann ein Problem. Also sagen, ja, meine Güte, und da im Gottesdienst, da hat einer so schrill gelacht. War das Gott? Ich sagte, ich weiß es nicht, ob es Gott war. Nur eins weiß ich, wenn wir jede Manifestation, die vielleicht auch mal im Fleisch ist, oder jede Reaktion des Menschen immer gleich deckeln, dann haben wir irgendwann mal wirklich buchstäblich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Sprich, das menschlich-seelische, beziehungsweise den Heiligen Geist mit dem menschlich-seelischen. Und dann gibt es am Ende gar keinen Heiligen Geist mehr. Und ich will nicht den Heiligen Geist ausschütten, nur damit manche Leute sich ein bisschen bequemer fühlen. Verstehst du? Nur damit alles schön religiös annehmbar bleibt. Wir wollen ja nicht Menschen gefallen, oder? Also die an Pfingsten, die wollten auch nicht Menschen gefallen. Die haben dieses Spektakel ja nicht veranstaltet aus ihrer eigenen Kraft, so nach dem Motto, wow, jetzt haben wir die geniale Missionsmethode entwickelt. Wir werden einfach alle betrunken. Die Leute kommen und sagen, boah, sie sind voll süßen Weines. Die beste Evangelisationsstrategie. Das wird dir kein Gemeindewachstumsexperte als Strategie empfehlen. Amen. Auch keine... Das ist das Problem manchmal, die evangelistischen Strategien, die so gut sie sind, verstehst du, ja, und dann gehen wir da und in das Dorf und da und da und da und dann machen wir das und in 5 Jahren haben wir da überall Gemeinden gegründet und so weiter. Alles schön und gut, aber ich sag dir, ohne die Fülle des Heiligen Geistes ist es alles nur menschlich, ist menschliche Strategie. Und es mag vielleicht menschlich annehmbarer sein für Leute, dass sie sagen, ja, die sind ja ganz vernünftig. Weißt du, an Pfingsten hat keiner gesagt, dass Petrus, Jakobus und Johannes vernünftig waren. Keiner hat es gesagt, sondern sie haben gesagt, die sind voll süßen Weines, sie sind ja betrunken. Und das früh am Morgen. Mit anderen Worten, Pfingsten war nicht der Weg, wie werde ich als Gruppe möglichst schnell gesellschaftlich anerkannt. Das war nicht die Strategie. Definitiv nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil, sie sind voll süßen Wein. Sag, komm, die kannst du ja gar nicht ernst nehmen. Das war das, was sie sagt. Die kannst du ja gar nicht ernst nehmen. Aber als Petrus dann aufstand, da musst du es ernst nehmen. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott aus den Toten auferweckt. Wow. Puh, ging es ihnen durchs Herz durch. Und im einen Moment haben sie noch gedacht, wow, die sind voll süßen Weins. Im nächsten Moment sagten sie, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Amen. 3000 Leute an einem Tag hinzugetan. Wow. Und weil es so schön war in Apostelgeschichte 4, haben sie es gleich nochmal erlebt. Und dann heißt es so, und die Menge wuchs auf 5000 Männer allein an. Männer. Du kannst ja ausrechnen, wie viele Menschen das waren. Ja. Amen. Alles geboren aus dieser Ausgießung. Also unsere Gemeinden müssen wieder mehr Obersäle sein. Aber weißt du, dann gehst du raus in die Welt und dann bist du gefüllt. Und weißt du, und draußen in der Welt, ich sag dir nicht, dass du draußen in der Welt zur Arbeit gehen sollst und sagen sollst, oh, Chef, ich bin so voll des Heiligen Geistes. Darf ich dir mal die gute Botschaft bringen? Das ist ja nicht das, was ich dir empfehle.
Nur vielleicht wäre es nicht schlecht, bevor du zu deinem Chef gehst, mal so vom Heiligen Geist erfüllt gewesen zu sein. Halleluja. Ja, einige lachen von euch. Das ist nicht verkehrt. Warum? Weil die Ausgießung des Geistes immer mit Freude begleitet ist. Das ist eins der Kennzeichen von Pfingsten. Eins der Kennzeichen der Ausgießung ist Freude. Halleluja. Vor seinem Angesicht ist was? Freude in Fülle. Das heißt, Freude ist definitiv eine Folge von Pfingsten. Überfließende Freude. Jesus hat gesagt, ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fingerhutdosen haben. Nein. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt, ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es schön homöopathisch verdünnen, sodass keiner es mehr merkt. Verdünnt und verschüttelt. Gar nichts mehr drin. Nein, er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Also Freude im was? Okay, nicht homöopathische Freude. Halleluja. Preist den Herrn. Er sagt so, ja, wie komme ich an die Freude Gottes ran? Ich habe dir einen guten Tipp. Vielleicht bist du hier und du sagst, ja, ich möchte einmal die Freude Gottes erleben. Ich möchte auch einmal eine, früher hat man immer gesagt, eine Lachsalbung haben. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie eine Lachsalbung. Ich sage einfach, es ist einfach Freude. Du reagierst einfach mit Freude auf den Heiligen Geist, wie auch immer. Du wirst gefüllt mit Freude. Aber ja, wie kriege ich das? Wie kriege ich das? Ich habe dir einen guten Bibelvers. Psalm 81, Vers 11. Öffne deinen Mund und ich will ihn füllen. Öffne deinen Mund und ich will ihn füllen. Ah. Ja. Das ist mal die etwas andere Gemeinde. Das sind nicht die Hymnuschorknaben, sondern die werden voll mit dem Geist. Ja. Schabba. Noch eine Bibelstelle. Der im Himmel thront, lacht. Wo sind wir versetzt? Was habe ich gesagt am Anfang? Versetzt an himmlische Orte. Also an welchen Ort? An den Ort, wo wir lachen. Also die Sache ist die, der Heilige Geist gibt dir von allem eine solche Fülle, dass jedes Gefühl von Mangel dich verlässt, sodass du immer gut lachen hast. Psalm 23. Psalm 23 ist der Psalm eines Menschen, der voll ist mit dem Heiligen Geist. Wirklich. Ich glaube, dass David voll war mit dem Heiligen Geist. Wahrscheinlich hat er, während er auf seiner Zither oder Leier oder was auch immer das war, gespielt hat. Ah. Und dann hat er irgendwann gesagt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. In der englischen Übersetzung heißt es, I shall not want. Mit anderen Worten, ich werde mir nichts mehr wünschen. Man könnte auch sagen, ich bin wunschlos glücklich. Ah. Wunschlos glücklich. Gefüllt mit dem Heiligen Geist, wunschlos glücklich. Gerade eben hattest du noch alle möglichen Wünsche. Plötzlich merkst du, wow, wenn ich nur das habe, dann bin ich wunschlos glücklich. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich bin wunschlos glücklich. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führet mich zum frischen Wasser. Ah. Stell dir einfach David auf der Leier vor, weißt du? So ein verträumter Hirtenjunge. Weißt du, so rotblonde Haare, junger Mann, gut aussehen für die Mädels. Stell dir einfach vor. Ah. Sag dir, so einen solltest du heiraten. Der ist zum Heiraten, das sind Männer zum Heiraten. Also, solche Männer. Hm. Das sind die richtigen. Kleine Eheberatung nebenher.
Eher Anbahnung. Ah. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und jetzt kommt's. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich auch da kein Unglück. Mit anderen Worten, ich bin einfach zu voll, um mir Sorgen zu machen. Verstehst du? Das ist der Punkt. Ich bin einfach zu voll. Zu voll, um mir Sorgen zu machen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich auch da kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Jetzt kommt noch was Besseres. Mama, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wow, alle meine Feinde schauen zu, wie ich trinke. Wow, wie ich es genieße, wie ich immer voller werde. Wow, sie schauen zu. Vielleicht verspotten sie mich, vielleicht sagen sie, oh, schau dir mal den an. Ich merke es gar nicht. Ich merke es gar nicht. Ich bin zu voll. Es gibt im Englischen gibt es einen guten Spruch, es reimt sich aber nur im Englischen. Das heißt, I'm too blessed to be stressed. Ich bin zu gesegnet, um gestresst zu sein. Und dann gibt es den zweiten Teil, I'm too anointed to be disappointed. Ich bin zu gesalbt, um enttäuscht zu sein oder frustriert. Ha. Du bereitest vor mir einen Tisch, bling, blong, im Angesicht meiner Feinde, blong, bling. Du salbst mein Haupt mit Öl, wow, ha. Und du schenkst mir voll ein. Schababababa. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Bling, blong, blang. Ja, ich will dir nur David ein bisschen realistisch darstellen. Ne? Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Bling, blong. Halleluja. Ja. Vielleicht hilft dir das ja. Vielleicht musst du dich mal zu Hause hinsetzen. Vielleicht zieht das bei dir so schon nicht mehr, weil das hast du schon zu oft gemacht, das ist schon ausgelutscht. Dann setz dich einfach mal so hin. Also, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Amen. Als seine Frau Michal zu ihm sagte, was treibst du da, David? Als er wie ein Verrückter, in Anführungszeichen, vor der Lade Gottes hergetanzt ist, getanzt, weißt du, nix an, der König. Also, kleinen Lendenschurz noch, aber sonst nix. Der König von Israel, getanzt vor der Lade Gottes. Und die Micha, seine Frau, eine seiner Frauen, er hatte zum Glück mehrere, nicht nur die. Die sagte, was fällt dir ein? Du bist der König von Israel, wie kannst du dich so zum Deppen machen? Und er hat gesagt, das ist erst der Anfang. Ja, das hat er gesagt. Er hat gesagt, ich will noch viel mehr mich erniedrigen vor meinem Gott, um ihm die Ehre zu geben. Amen. Und was heißt es? David, happy, erfüllt. Michal, heißt es,
Sie war unfruchtbar ab diesem Tag, den Rest ihres Lebens. Weißt du, da hast du den Zusammenhang. Geist, und ist eben, sie war im Natürlichen unfruchtbar, aber das ist ein Bild im Geist. Wer trinkt, ist fruchtbar. Wer wie ein Kind ist mit Gott, der ist wirklich fruchtbar. Ich spreche von Frucht in den Augen der Ewigkeit. Ich spreche nicht von Frucht irgendwie mit irgendwelchen äußeren Dingen. Wow, wir haben das gemacht, wir haben, keine Ahnung, wir haben so und so viele, was auch immer. Ich meine, das sind alles gute Sachen, machen wir ja auch. Wir haben so und so viele Brunnen gegraben in Afrika oder wir haben dieses oder jene gute Tat getan. Ist alles schön, ist super. Aber weißt du, alles, was nicht aus der Fülle des Geistes Gottes herauskommt, ist in der Sicht der Ewigkeit nicht von Bedeutung. Amen. Sie war unfruchtbar. Micha war unfruchtbar. Der religiöse Geist wird immer unfruchtbar sein. Der kontrollierende Geist wird immer unfruchtbar sein. Der Geist, der nicht trinken kann, der nicht bereit ist, von sich selber loszulassen, wird immer unfruchtbar sein. Eieieiei. Weißt du, der Baum des Lebens ist freigelegt. Es ist nicht der Hammer. Es ist nicht der Hammer. Im Paradies haben Adam und Eva den Baum des Lebens sich verscherzt, ja, im wahrsten Sinn des Wortes, indem sie ihrem eigenen Verstand mehr geglaubt haben als Gott und dem, was ihm gleichzeitig die Schlange gesagt hat und was das in ihrem Verstand gemacht hat, haben sie den Baum des Lebens verlassen. Weißt du, wann der Baum des Lebens zum ersten Mal wieder geöffnet worden ist für die Menschheit, der Zugang wieder frei geworden ist? An Pfingsten. An Pfingsten. Also deswegen ist dieser Strom, deswegen geht dieser Strom aus vom Baum des Lebens. Deswegen kannst du das in Offenbarung 22 sehen. Der Strom geht aus vom Baum des Lebens. Der Baum des Lebens ist wieder zugänglich. Da fließt Leben, Leben im Überfluss von Pfingsten. Und wir müssen es einfach nur lernen zu trinken. Wir müssen es einfach nur lernen zu nehmen. Wir müssen es einfach nur lernen, den Überfluss, weißt du, Raum zu machen für den Überfluss. Halleluja! Wie wär's, wenn wir heute Morgen in jedem von uns noch einfach, weißt du, du sagst vielleicht, ja, ich bin schon ganz gut im Trinken. Oder vielleicht sagst du auch, ja, ich habe noch Luft nach oben, okay. Aber selbst wenn du sagst, ja, ich bin schon ganz gut im Trinken, wie wär's, wenn wir heute Morgen noch mal ein Stück weiter Raum machen würden? Einfach ein Stück weiter, ein Stück mehr, okay? Seid ihr da dabei? Um einfach aufzunehmen, Halleluja, okay, dann stehen wir mal auf zusammen und ihr über Livestream, ihr dürft auch aufstehen, wenn ihr nicht abgeschaltet habt. Weil er gesagt hat, was fällt dem Pastor ein. Aber nee, sieht gut aus, die Leute sind noch da. Halleluja. Weißt du das? Okay, also, wir haben was Neues gelernt. Für die noch nie so getrunken haben, du darfst mal so trinken. Okay? Und für die anderen hast du was Neues gelernt heute. Habe ich auch gelernt. Habe ich nicht geplant gehabt, ist mir auch erst während dem Gottesdienst gekommen. Jetzt kann übrigens jemand ans Keyboard kommen, bevor ich nichts mehr sagen kann. Ja. Einfach Also der Hirtenjunge David, weißt du, mit den Schafen. Ich bin ein kleines Schaf auf deiner Weide. Also wie ein Kind. Also warum konnte David jahrzehntelang König von Israel sein und König von Israel bleiben und dabei nicht vom Herrn abfallen? Ich sag dir, was sein Geheimnis war. Sein Geheimnis war bei den Schafen. Sein Geheimnis war, wenn er seine Leier nahm und wenn er dem Herrn Psalmen sang und wenn er gefüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Das war das Geheimnis. Also der war so voll mit dem Heiligen Geist, als Saul ihn rief und sagte, hey, spiel mir was. Ja, das ist auch interessant. David sollte Saul spielen. Saul wurde von einem bösen Geist gequält. David spielte ihm. Und was war? Pum, der böse Geist verließ Saul. In dem Moment, wo David spielte und solange David spielte, war Saul frei von diesem bösen Geist. Warum? Weil aus der Fülle des Geistes jeder böse Geist überflutet wird und einfach verschwinden muss. Halleluja. Also wenn du mal von was gequält wirst, dann erinnere dich daran. Dann setz dich auf irgendeinen Felsen oder setz dich auf irgendeinen Stuhl oder wohin auch immer. Mach. Ah. Ah.
Der Herr ist mein Hirte. Mir bleibt nichts zu wünschen übrig. Und blung, 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 blung. Völlig unspektakulär verschwinden böse Geister. Weißt du, böse Geister müssen nicht immer durch Schreien verschwinden. Das kann mal vorkommen, aber müssen nicht. Saul hat nicht geschrien, als ihn der böse Geist verlassen hat. Er hat ihn einfach verlassen. Plötzlich kam Frieden. Sein Ende ist in einer Überflutung. Ich sag dir, das Ende der antichristlichen Mächte über Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa ist in einer Überflutung. Wenn nicht in einer Überflutung, dann in nichts. Weißt du, keine noch so ausgeklügelte Gemeindebau, Gemeindewachstumsevangelisationsstrategie wird diesen Kontinent wirklich bleibend verändern, wird die geistige DNA dieses Kontinents verändern, sondern die Erfahrung von Pfingsten ist es. Das ist es. Das ist es, was die Mächte der Finsternis vertreibt. Das ist es, was den Unterschied macht. Das ist es, was das Land einnimmt. Das ist es, was Überflutung bringt. Oh, Halleluja. Und ich sage dir, es beginnt mit dir. Also, lass dich nochmal überfluten. Oh, Heiliger Geist. Wir danken dir. Wir danken dir für dein einzigartiges Wirken. Wir danken dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, und dass du weißt, wie du uns vollkriegst. Ja, du weißt es, wie du sogar die Deutschen vollkriegst. Du weißt es, auch wenn das sicherlich zu deinen höchsten Höhen deiner Weisheit gehört. Aber du weißt es. Du weißt es. Du weißt es, Herr. Und wir sagen, Heiliger Geist, wir geben dir völligen Freiraum, das zu tun, was du möchtest. Heute Morgen hier und auch über Livestream. Herr, überflute uns. Oh ja. Komm, Heiliger Geist. Oh, wehe du. Blase du, wirke du, bis wir voll sind, bis wir ganz voll sind, ganz voll. Hohes Lied 2,9, jetzt kommt er näher, sogar an die Orte, wo ich mich verstecke. Er blickt in meine Seele. Spät durch die Pforte, während er in meinem Herzen aufblüht. Oh. Der Bräutigam ruft: Beeil dich, meine Geliebte. Komm mit mir fort. Ich bin gekommen, wie du gebeten hast, um dich an mein Herz zu ziehen und dich hinauszuführen. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, meine Schöne. Die Jahreszeit hat sich geändert. Die Knechtschaft deines unfruchtbaren Winters ist vorbei. Und die Zeit des Versteckens ist vorbei und vergangen. Oh, oh, oh. Die Regenfälle haben die Erde getränkt. Und sie haben sie mit blühenden Blumen bedeckt. Die Zeit des Singens und des Beschneidens der Reben ist gekommen. Ich höre das Gurren der Tauben in unserem Land, die Luft mit Liedern erfüllen, um dich zu wecken und dir den Weg zu weisen. Gott erweckt seine Braut, Gott erweckt sein Leib in dieser Zeit. Oh, überall in Deutschland, Österreich, Schweiz, ganz Europa, er erweckt seine Braut. Kannst du nicht diesen neuen Tag der Bestimmung unterscheiden, der sich um dich herum ankündigt? Die ersten Anzeichen meiner Absichten und Pläne brechen hervor. Die knospenden Reben des neuen Lebens blühen jetzt überall. Der Duft ihrer Blüten flüstert: Es liegt ein Wandel in der Luft. Erhebe dich, meine Liebe, meine schöne Gefährtin, und laufe mit mir zu dem höheren Ort. Denn jetzt ist die Zeit, aufzustehen und mit mir zu gehen.
Denn du bist meine Taube, verborgen in einem aufgespaltenen Felsen. Ich war es, der dich nahm und dich hoch oben versteckte auf der geheimen Treppe des Himmels. Lass mich dein strahlendes Gesicht sehen und deine süße Stimme hören. Oh ja, lass es ihn hören. Wie schön sind deine Augen der Anbetung und lieblich deine Stimme im Gebet. Oh, oh, oh. Einige sich ganz neu in Jesus verlieben, ganz neu in ihren Bräutigam verlieben, oh, ganz neu in seine Liebe verlieben, oh, auch ganz neu verlieben in den Heiligen Geist, der all diese wunderbaren Dinge bringt hier auf der Erde, der uns Jesus nahe bringt, den Vater lebendig macht. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, oh, oh. Oh, erfass unsere Seelen mit dieser Liebe heute Morgen ganz neu, Herr. Jede einzelne Seele, Herr. Oh, lass unsere Seelen ganz tief in unserem Innersten erkennen, dass du alles bist, was wir brauchen, Herr. Dass in dir kein Mangel ist, Herr. Dass in dir keine Wünsche offen sind, Herr. In deiner Gemeinschaft, Herr. In deiner Liebe, Herr. In deiner Freude, Herr. Oh, nichts ist mehr offen, Herr. Oh, oh. Über Livestream, sing einfach mit. Ah, er gießt seinen Geist aus. Neue Liebe zu Jesus. Neue Liebe zum Heiligen Geist. Oh, yeah. Heiliger Geist, dass du uns Jesus lebendig machst, dass du uns die Liebe zu Jesus lebendig machst.